Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Review von eurem Gameblamer. Und heute haben wir im Fokus Dynasty Warriors 8. Ich habe ja so ziemlich jedes Dynasty Warriors vorher gespielt, aber ich habe nie so wirklich irgendeins zu Ende gespielt, weil das eigentlich immer dasselbe ist. Es sind nur immer mehr Feinde, die Grafik wird ein bisschen aufgebohrt und das war's im Großen und Ganzen. Aber wir gucken uns jetzt einfach mal so ungefähr eine halbe Stunde Gameplay an. Vergesst nicht, den Link, wenn euch das gefällt, zum Kaufen unters Video packe ich den nach Amazon. Und vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefällt und mich zu abonnieren, wenn euch das Ganze gefällt. Man muss das ja leider mittlerweile immer sagen. Und ja, schreibt am besten in die Kommentare, ob ihr das Spiel euch geholt habt, wie ihr das fandet, ob ihr das durchgespielt habt, was eure Erfahrung mit Dynasty Warriors ist. Das würde mich sehr freuen. Und ja, dann lassen wir uns mal von, sagen wir mal jetzt so, ungefähr 25 Minuten Gameplay überraschen, was dieses Spiel zu bieten hat. Lassen wir uns erstmal von dem Intro betudeln. Oh nein! Man muss ja sagen, wirklich mit dieser Generation sind das wirklich Massenschlachten geworden. Das hat bei Xbox 360 ja mit 99 Nights zum Beispiel angefangen. Das war ja Wahnsinn. Das war auf PlayStation 2 und Xbox 1 gar nicht so umsetzbar. Und man muss sagen, Dynasty Warriors hat sich immer mehr in die Richtung entwickelt, dass man da doch schon strategisch durch das Schlachtfeld gehen muss. Aber es ändert nichts daran, dass man einfach durchs Schlachtfeld eigentlich rennt und alles abschlachtet, was einem so vor die Füße läuft. Naja, egal. Es macht ja immer wieder Spaß, Massen und Horden von Menschen kaputt zu machen. So, wir haben den Story-Modus, wir haben freien Modus, wir haben Ehrgeiz-Modus. Entwickeln Sie Ihre Basis und arbeiten Sie daran, den Kaiser an Ihre Seite zu holen. Galerie, Enzyklopädie über historische, bla, drei Reiche, das will ja kein Mensch wissen. Gehen wir mal kurz in die Option, Controller-Belegung gucken, obwohl ich glaube, die wird ja wieder sehr... Ja, man kann Pferd herbeirufen, oh, Sidestep und Blocken kann man. Aber das benutzt man eigentlich, wenn man ehrlich ist, sowieso nur sehr wenig. Karte ändern, Waffe wechseln, starker Angriff, Musu-Angriff, Sprung, normaler Angriff. Also alles normal wie sonst auch. Ja, dann gucken wir einmal rein in Story-Modus. Das ist ja das, was wohl die meisten interessieren wird. Und wir müssen zuerst ein Tutorial spielen, sonst können wir nicht spielen. Info ausblenden. Das will ich gar nicht wissen. Doch, ich will es wissen. Waffen besitzen drei Arten. Himmel, Erde und Mensch. Sie können, indem Sie Startmenü, Waffe bestätigen und Offizier-Info auswählen. Offizier-Info. Waffen bestätigen. Wir haben den Eisenbogen und das Eisenschwert und alles ist Himmel. Tja, lassen wir einfach mal so. Ja, hier haben wir die Map, da müssen wir einmal durch und alles töten. Ja, mach. Ja, komm, hau rein. Bewegen Sie sich zur Kiste und springen Sie drauf. Mein Gott. Ich hasse so Tutorials. Ich hasse sie. Oh, jetzt muss ich Blocken doch mal benutzen. Juhu, ich kann blocken. Ich bin kein totaler Idiot. Ja. Oh.
Total kompliziert so. Ja, schon eine coole Sau, ne? Ja, ein Topf zerschlagen. Da bin ich King drin. Ich bin ein gefährlicher Topftöter. So, Pferd gerufen. In der Nähe des Pferdes A drücken. Juhu. Dann kann ich wieder runter und wieder aufsteigen. Ach so, ich soll das dann nochmal rufen. Und dann nochmal aufsteigen. Nee. Was soll das? Ich hau das jetzt kaputt, das Ding. Pferde rufen und reiten. Ja, dann ruft man halt nochmal hier hin. Ja, super. Irgendwie komme ich mir gerade wie ein Dovi vor. Ach so, da. Ja, warum kriege ich denn kein Vierfach-Kombo hin? Wollt ihr mich verarschen? Wollt schon sagen. Einen Sprung drücken sie, während sie springen. Ach so. Oh, ich hasse sowas. Warum macht man sowas in Spiele rein? Ich meine, wenn ich jetzt Dynasty Warriors 1 bis 7 gespielt habe, dann weiß ich doch sowieso. Dann weiß ich doch sowieso, wie das geht. Oder sehe ich das falsch? Ach so, okay. Ja. Wenn Ihr Muso-Anzeige gefüllt ist, drücken Sie B, um Muso-Angriff. Wenn Sie in der Luft sind, können Sie B drücken, um einen Luft-Muso-Angriff. Möchte ich nicht. Boah, bin ich cool. So, 3 durchgeführt. Zählt er den nicht? Ah, so, okay, ich soll alle einmal ausführen. Okay, RB. Ah. Das war der zweite. Und jetzt machen wir noch einen Luftmuso-Angriff. So. Gut, 3 verschiedene Muso-Angriffe. Also langsam wird's langweilig. Naja, und ich sag mal jetzt so, ich nehme das jetzt einfach mal vorweg, weil wir hier den Story-Modus anscheinend nicht so schnell erreichen. Im Story-Modus ist das Ganze wieder ganz genauso.
nur, dass man da verschiedene Abschnitte hat, die man einnehmen muss oder seinen Generälen helfen muss, da bestimmte Stellungen einzunehmen oder zu verteidigen. Yeah, wie habe ich das denn gemacht? Ansonsten ist das genau wie hier dieses Tutorial. Da ändert sich nicht viel. Mein Gott. So, jetzt habe ich mal die Waffe gewechselt. Mal ein schönes Schwert genommen. Ja, jetzt habe ich schon 600 Feinde erledigt und es tut sich immer noch nichts. Das tut mir jetzt natürlich leid für euch, die zuschauen. Deswegen glaube ich, wir werden jetzt mal dieses Tutorial hier gleich abbrechen, wenn sich hier nicht jetzt eklatant was ändert. Ah, seht ihr, ich musste tatsächlich die EX-Angriffe machen, damit es hier weitergeht. Über den Köpfen von Feinden, die sich im Vorteil befinden, wird verursachen höheren... Ah, und erleiden. Ah, okay. Ja, machen wir das so. Bam. Boah. Nochmal richtig abgeräumt hier, die Drecksäcke. So, jetzt macht das auch Sinn, wenn es weitergeht. Boah. Über den Köpfen, die sich im Nachteil befinden, befindet sich bla bla bla. Wenn sie sich im Nachteil befinden, können sie im Wechselkonter durchführen. Achten sie auf den gespeicherten Angriff. Gegner drücken sie RB, um ihn einzusetzen. Ah, da war der Wechselkonter. Na komm, greif an, Mann. Zack. So, dann haben wir das Tutorial nämlich gleich geschafft. Ein Wutsturm nutzen sie... Hä? Wie geht denn der Wutsturm? Habe ich ja noch gar nicht gehört. Ja! 1000 Feinde. Ja, Wutsturm. Ich habe keine Ahnung.
Das wurde auch vorher nicht erklärt. Wutsturm, Offizier. Da steht auch nichts. Liste scrollen. Muso-Angriff. Da steht auch nichts. Normaler Angriff, EX-Angriff, Muso-Angriff 1, Muso-Angriff 2. Optionen, vielleicht steht da nochmal was. Wutsturm. Steht da auch nichts. Ja. Ja, schön. Ist das vielleicht ein Wutsturmangriff? Tatsache. Da ist er wieder. Dabei greife ich nur mit X an. Naja, egal. Wenigstens Aufgabe erfüllt. Drücken Sie ES, während die Wutanzeige gefüllt ist, um sich in Wut zu versetzen. So, jetzt bin ich in Wut. Aufgabe erfüllt. Drücken Sie, während Sie sich in Wut befinden, B. Okay. Ja gut, es gibt schon jetzt ein paar Sachen mehr, aber so wirklich, indem Sie Feinde mit Uhren können Sie eine wahren Wut eine auslösen, einfach wenn Sie die Feinde fortlaufend besiegen, während Sie B gedrückt halten. Warten wir erstmal. So, jetzt bin ich in Wut. Ja, jetzt habe ich es die ganze Zeit gedrückt gehalten. Oh, sind alle weg? Nein, es gibt's nicht. Das Tutorial geht ja auch erst 20 Minuten. Entschuldigung, ich bin jetzt vor die Wand gelaufen, weil ich mich so aufgeregt habe da drüber. Ich nehme jetzt mein Pferd. Lass mich durch, ihr lieben Leute. Was ist das denn? Nee, da möchte ich gar nichts mehr machen. Einfach nur durch. Einfach nur alles kaputt machen. Das ist schön, um die Anzeige aufzuladen. War's das? Oh. Bam, 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 bam. So. Oh, da ist eine Vase. Der stärkste Gegner in diesem Spiel. Die Vase. Yeah, Sieg im Tutorial. Boah, das war aber auch jetzt was.
Mein Gott, sind auch nur knapp 22 Minuten für drauf losgegangen. Ja, jetzt kann man natürlich den Story-Modus wirklich spielen. Freier Modus, Ehrgeiz-Modus. Komm, wir versuchen noch hier. Da kann man jetzt hier die verschiedenen Stories von den verschiedenen Leuten spielen. Die Geschichte von Wei, Wu, Shi, bla bla. Machen wir mal eben noch Wei. Gucken wir mal, ob wir noch kurz in das Spiel reinfinden. Wenn nicht, dann eben nicht. Wurden aus dem Chaos geboren, Ära des Friedens für das Land schaffen, bla. Die gelben Turbane, das waren doch auch die gelben Shaolin. Gibt's doch auch jede Menge Filme drüber, oder? Überspringen, ja. So, wählen. Mit wem man spielen will. Kao Kao. Nee, ich finde Xiao Dun eigentlich ganz cool. Dann kann man noch Waffen ausrüsten. Da sieht man, hier gibt es noch jede Menge andere Waffen. Lieblingswaffe, Klingenwaffe, Keulen, Speere, Spezialwaffen und so weiter. Das ist dasselbe natürlich auch bei Waffe 2. Aber wir lassen mal so. Fertigkeiten. Ja, da haben wir jetzt noch nichts, aber die kann man mit der Zeit freispielen. Die erlernt man noch. Besiegen Sie einen feindlichen Offizier, der einen Status, Malus, bla bla aufweist. Und dann kann man diese Sachen auch noch ausrüsten, die natürlich dann Vorteile bringen. Die verleiht einen Bonus auf Wiedererfüllung, Amuso-Anzeige, Klingenwaffenfertigkeiten, Keulen und so weiter. Da kann man sich noch weiter ausrüsten. Dann machen wir mal Schlacht starten eben. Ihr habt die Map jetzt gesehen. Wir gucken da jetzt nur noch kurz rein, weil die Spielmechanik an sich habt ihr schon gesehen. Bei der Story ändert sich jetzt nicht viel, außer dass ihr halt wirklich so ein ganzes Ding da einnehmt. Und jetzt habt ihr Zwischensequenzen, wo euch natürlich erzählt wird, hier, bla bla, ihr geht deswegen dahin und dahin. Okay, überspringen wir das Ganze. Ja, und jetzt seht ihr oben die Map. Man kann auch reinzoomen mit L, was ist das? Ach, egal, irgendeine L-Taste, R-Taste. Ja, und die roten Punkte sind eure Feinde. Die nicht roten Punkte eure Verbündeten. Ja, erstmal hier ein Offizier getötet. So muss das sein. Und ihr seht schon, zwischendurch kriege ich neue Erfahrungspunkte und so weiter. Das sind welche, die ich natürlich dann auch einsetzen kann. Nämlich für Fertigkeiten und sowas. Hier fallen zwischendurch von den Leuten irgendwelche Sachen, die man einsammeln kann. Ihr seht auch, im Gegensatz zu vorhin im Tutorial habe ich jetzt nur eine Muso-Anzeige. Vorhin hatte ich da unten links drei Stück. Zwischendurch auch immer gucken, dass man die Vasen kaputt macht. Da ist immer was Wertvolles drin. Jawohl. Das war jetzt der Muso-Angriff. Jeder Kämpfer hat andere Muso-Angriffe. Man kann jetzt natürlich ganz, ganz, ja, penibel sein und wirklich alle abschlachten, die sich einem in den Weg stellen. Hier, da holen wir uns mal den Hauptmann der mobilen Einheit. Man kann aber auch natürlich gucken, dass man an die vorgegebenen Ziele, man sieht jetzt, da leuchtet viel auf der Karte. Das ist zum Beispiel, wo man gebraucht wird. Dass man da hingeht und die Leute unterstützt. Hier zwischendurch jede Menge Extras, zum Beispiel Angriff mal 2 habe ich jetzt. Ich meine, man kann nichts dagegen sagen. Die Grafik, die sieht schon echt nice aus mittlerweile. Wenn man mal denkt, wie zum Beispiel früher Dynasty Warriors aussah. Was viele gar nicht wissen, Dynasty Warriors... Ah, das schaffe ich nicht. Scheiße. Dynasty Warriors hat eigentlich als... Na komm, 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 komm. Als Prügelspiel angefangen. Das war nämlich noch auf der PlayStation 1. Das war wirklich ein ganz normales Prügelspiel. So, gucken wir mal eben, wie hier der EX geht. Ja, ist klar. Endlich mal den EX-Move geschafft.
Bäm. Boah, war das mal beeindruckend, oder? Und da seht ihr schon, da liegen jede Menge Sachen aus, die man natürlich im nächsten Kampf dann auch benutzen kann. Levelaufstieg. Jawohl, jetzt bin ich auch noch besser. Jetzt noch lecker was essen. Ah, ist schon eine coole Sau, der Kao Kao. Ja, aber dafür bin ich, glaube ich, noch nicht stark genug. Ohne neue Ausrüstung. Abwehr mal 2. Ja, und jetzt haben wir ein kleines Kameraproblem, wie man sieht. Ich will da einfach rausspringen. Ich sehe gar nicht mehr, was ich mache. Das war auch schon immer ein Problem von Dynasty Warriors, dass man nur ab und zu mal die Übersicht verliert. So. Und jetzt werden wir mal ein bisschen wütend. Ja, Lu Bu ist schon nicht einfach zu besiegen, wie man sieht. Jetzt sammle ich hier mal ein paar Sachen ein. Vielleicht helfen die mir noch ein bisschen. Ja, komm, jetzt hauen wir dem hier mal nochmal richtig auf den Sack. Der dürfte ja auch gleich hinüber sein. So. Ist er hinüber? Mal auch nur mal sicher gehen noch. Ja, gut, das war der erste Offizier, den wir ausgenockt haben. Und das zieht sich jetzt quasi über die ganze Karte. Ja, zieht sich das durch. Da ändert sich auch nicht mehr viel. Kommen immer wieder neue Scharen. Ja, und dann müsst ihr einfach die ganze Karte bereinigen. Oder das heißt, müsst ihr nicht. Es reicht, wenn ihr die strategischen Punkte natürlich ausräumt. Aber es macht natürlich mehr Spaß, wenn man alles leer räumt. Nicht wahr, meine Lieben? Ja, gut. Dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze jetzt hier. Wir sind nämlich schon wieder über eine halbe Stunde. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Da, das Osttor am Zentralplatz ist offen. Jetzt können wir auch weiter. Und ja, also wenn euch das Spiel gefällt, Link dazu ist hier unter dem Video nach Amazon. Ne, also es macht schon Spaß, Horden kaputt zu hauen, aber ja, es ist halt immer dasselbe, wenn man Dynasty Warriors 1 bis 7 schon gespielt hat. Ja, ansonsten, ja, Spielspaß, bin ich zwiegespalten. Also ich finde es jetzt nicht so klasse, ist zwar schön ein bisschen rumzuhauen, aber auf Dauer wird das ein bisschen langweilig. Man kann upgraden und so, und ich muss sagen, die Grafik von Dynasty Warriors hat sich natürlich eine ganze Ecke verbessert, aber ein Must-Have würde ich jetzt nicht sagen, dass es das ist. Ja, da bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wie spät es auch immer bei euch sein mag. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.